Matthias Mester ist schon jetzt der Sieger der Herzen bei der RTL-Show Let's Dance. Und ein witziger Typ in allen Lebenslagen, auch abseits des Parketts. Diesen Mann sollte man nicht unterschätzen. Auf Social Media spielt Let's Dance-Teilnehmer Matthias Mester, 35, stets mit seiner Größe von 1,42 Meter. Immer witzig, aber nie platt erobert der zweifache Weltmeister im Speerwerfen mit seiner Art die Herzen der Frauen, bekommt selbst Angebote von verheirateten Frauen, die ihn kennenlernen wollen. Die Leute sehen, dass ich ein lockerer, cooler Typ bin. Mir ist nichts unangenehm, sagt er lachend beim bunten Gespräch. Matthias Mesters Message? Geht nicht, gibt's nicht. Hatten Sie überlegt, ob Sie bei der Show mithalten können? Natürlich war mir bewusst, dass ich hier nicht an den Special Olympics fürs Tanzen teilnehme, sondern mich mit normal großen Menschen messen muss. Trotzdem hatte ich Bock drauf und bin dem Sender sehr dankbar, dass die sich das getraut haben. Als die erste Meldung raus war, wurde ich plötzlich mega nervös, aber da gab es kein Zurück mehr für mich. Sie bekommen auch mal schlechte Bewertungen, wie bei allen Teilnehmern machen mir manchmal meine Nerven einen Strich durch die Rechnung. Vor der Show klappt alles und dann vergisst man auf einmal Schritte und Haltung, wenn es drauf ankommt. Trotzdem macht es mir riesigen Spaß. Das hätte ich nie gedacht, denn ich bin ja Leichtathlet und hatte mit Tanzen nie was am Hut. Aber ich bewege mich immer gerne raus aus meiner Komfortzone und möchte auch ein Vorbild sein. Für Menschen mit Behinderungen, für alle Menschen und ein offenes Miteinander. Nur so funktioniert Inklusion. Meine Message ist, geht nicht, gibt's nicht. Dafür möchte ich Botschafter sein und vorangehen. Ich möchte mich nicht zum Hampelmann machen, sondern zeigen, was alles möglich ist, wenn man sich anstrengt. Kritik an meiner Performance gehört dazu. Das sehe ich locker, denn ich bekomme viele positive Reaktionen. Wie hat Ihre Community reagiert? Sehr viele haben mir geschrieben, dass sie befürchteten, man müsse sich fremdschämen. Andere waren so nervös, dass sie die erste Sendung lieber nicht angesehen haben. Aber jetzt sind alle froh, dass ich mitmache. Der Tenor ist, dass ich vielen Mut mache, über die eigenen körperlichen Grenzen zu gehen.